Ja, willkommen zurück zu Terranigma für das Super Nintendo. Es geht jetzt hier weiter im Green Cliff und hier müssen wir jetzt die Vögel befreien. Wir haben jetzt im letzten Part hier den Granitschwert bekommen. Und der ist auch wichtig. Das ist auch gut, dass ich gerade den richtigen Weg gegangen bin. Das ist so... Hä? Er hat mich angehauen und er hat Schaden genommen, dieser Golem da. Okay. Ich hasse diese Schlammviecher da. Vor allem, wenn es so eng ist, dann ist es schwer, die zu treffen. So. Dann wollen wir... Moment mal. Hier war doch noch ein Weg, der hier hinführt. Ach nee, da konnte ich noch nichts machen, ne? Genau. Okay. Oh ja, Ghetto Blaster. Ja, nervt doch noch länger rum. Ja, ich weiß, da steht Geo Blaster. Ich habe die aber immer Ghetto Blaster genannt. So. Lass uns mal hier umschauen. Oh. Hä? Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt... Ah! Das sah ja lustig aus, wie er in der Luft hing. Diese Scheiß... Mann, diese Vögel sind so kacke, einfach nur. Los jetzt, komm her. Nervensäge, so. Oh, immer diese Jump'n'Run-Passagen. So, komm ich jetzt hin, hier? Da ist der Schatz, da ist der! Will ich hin? Komm ich aber noch nicht. So, was erwartet uns hier? Hier wieder runter, so. Das ist ein riesiges Gebirge. Das ist auch so ein Gebirge in Colorado hier, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt auch Green Cliff heißt oder irgendwie anders, aber... ja, mal ein Kristall hier mal wieder gefunden. Yeah. Aber so ein ähnliches Gebirge gibt es also jetzt von einem ähnlichen Namen. Bis auch in der Realität. So, und hier wären wir jetzt nicht weitergekommen, wenn wir den Granitschwert nicht gehabt hätten. Zum Glück haben wir den ja jetzt. Und die Vögel. Oh. Dämonenvögel hier. Oh. Come on. Nerv doch nicht rum hier. Die machen mich aggressiv. Die machen mich sowas von aggressiv. Und dann diese Schlammdrecksfeder. Vor allem, die kann man auch nur besiegen, wenn man diesen Funkenflug macht. Ich hasse das einfach nur. Oh, the one hit it. Vogel kann mich mal am Hintern lecken. Oh, es ist nicht wahr, wie unfassbar diese Vögel nerven hier. Ich muss sogar wieder jetzt Heilung nehmen. Fasse ich jetzt auch nicht hier. Ja, sonst hätte ich es nicht angewählt, ne? So. Okay. Oh nein. Die Viecher mag ich auch nicht so gerne. Also hier gibt es, also in diesem Gebiet hier gibt es richtig nervige Gegner. Kellerasseln hier auch noch. Oder Gürteltiere oder was ist ein... Nee, Tiere gibt es ja noch nicht. Aber sollen irgendwie so an Gürteltiere erinnern. Das sind Dämonen-Gürteltiere. Hier los jetzt hier. Feigling. Ach, jetzt kommt das. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Los! Warte mal, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ah! Um diesen Kristall zu finden. Hey! Oh, sind das nervige Gegner! Oh. Das müsste eigentlich nicht so gehen, ne? Ja. Ja, nimm doch! So. Kristall... hier nach oben. Der Kaktus spricht, sagt ja auch noch was hier, ne? Glaube ich, klar? Ne? Hat keine Lust zu sprechen? Okay. Jetzt müssen wir uns hier fallen lassen und... Oh.
Ja, jetzt komme ich hier raus, wo der Kristall war. Hätte ich mir auch sparen können, da runter geklettert zu sein. Naja. Ich muss nämlich bestenfalls gleich nach rechts lenken. So, ich drücke nach rechts. Und er lenkt da nicht hin. Das ist eigentlich... Nee, ich muss nach links. Nach rechts, da wäre ich sowieso hier wieder hingekommen. Ich muss auch nach links, nach links. Also einfach nach links drücken. So, ich drücke jetzt schon nach links. Das ist einfach zu verzögert hier. Komm, hier komme ich jetzt zur Schatzkiste hin. Heilknolle erhalten. Es ist hier auch noch so eine Möglichkeit, sich hier fallen zu lassen. Da weiß ich jetzt nicht. Nö, da konnte ich auch nichts anderes machen, glaube ich, ne? So, geht's hier hin? Ich glaube, hier komme ich jetzt zu dieser einen Schatzkiste, die wir gesehen haben. Hier in so... Nee, doch nicht. Doch nicht. Die so in der Ecke war. Kann ich doch noch weiter zurücklatschen hier? Nö. Nö, dann muss ich wohl erstmal hier. Hier entlang jetzt. Ach, die kann man auch besiegen. Okay. Ja, dann wollen wir die Erfahrungspunkte mal mitnehmen hier, ne? Wenn man die besiegen kann hier. Level up. War doch mal Zeit hier. Level 11. Level 11 wollte ich sowieso vom Boss sein. Also... Denn der nächste Boss ist auch... Kann auch ziemlich nervig sein. Allerdings nicht so schlimm jetzt wie der Moloch. Allerdings aber auch... Hä, wieso bewegst du dich nicht? Ich hab nach links gedrückt hier. Es ist jetzt wert hier, sich treffen zu lassen. Ach komm. Die kann mich... Ja, jetzt kommt er raus, diese feige Ratte. Ist klar. Jetzt, da ich weit entfernt bin. Feigling. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier, diese Steinbrücken, die halten nämlich nicht so gut. Besonders, wenn hier so ein Ghetto-Blaster ist. Die eigentlich Geo-Blaster heißen. Ah, nee. Das ist so, wenn ich, wenn der Ghetto-Blaster aufstampft und ich bin gerade auf einer Brücke, dann kann die einstürzen. So war das, ne? Oder wenn ich zu lange auch drauf bin auf der Brücke. Das kann auch sein, wenn ich da zu lange drauf bin. So. Aber das ist alles hier gut machbar. Kann die Geo-Blaster immer gut erreichen hier. Und die sind auch schon vorher da. Die kommen nicht plötzlich runtergefallen, sondern sind auch schon vorher da. Und... Hier sind Kugel. Ey, hallo! Beweg dich doch nach oben, du Opfer! Oh ja, genau. Hunderttausende von den Viechern hier. Das ist ja richtig übel. Na komm! Die haben so... Das, was mich an diesen Vögeln am meisten nervt, ist deren Bewegungsmuster. Die haben so ein dummes Bewegungsmuster, das man manchmal echt nicht erreichen kann. So, genau das meine ich. Die kommen, dann fliegen erst so seltsam und dann kommen die ganz plötzlich im Sturzflug an. Oh, hier blinkt doch irgendwas. Etwas schimmert im Gestrüpp. Ah, erhält die Greifenklaue. Jetzt kann er nicht nur schwimmen, sondern auch klettern. Und die ist ja... Das kann ich euch hier mal zeigen. Das sind ja hier diese funktionalen Items. Also hier Riesenblätter, damit kann man schwimmen, ne? Und hier die Greifenklaue zum Klettern geeignet. Und hier gibt es auch noch was. Und hier, ja, hier, also zwei Sachen gibt es hier noch. Solche funktionalen Items. Und ja, seht euch an. Jetzt können wir diese... Diese, ja, Wände mit diesen Vertiefungen hochklettern. Hinten mit dem Blitzstich. Ah, hier ist auch noch was zu finden. Und zwar eine Wunderknolle. Sehr schön. Werde ich sicherlich auch noch eine gebrauchen. Bei diesen nervigen Vögeln. Wenn die noch immer wieder kommen. Moment mal, ich kann hier doch eine Abkürzung nach unten nehmen, oder? Bin ich jetzt hier? So? Dann bin ich jetzt... Ja, dann bin ich jetzt hier. Genau. So. Kann gut sein, dass ich in diesen Dungeon nochmal kurz reingehen muss, weil ich diese eine Schatzkiste nochmal
erstmal finden muss. Oder ich weiß nicht, ob man auch die Gelegenheit jetzt hier bekommt. Muss ich nochmal schauen. Oh, mach doch nicht im Blitzstich, du Onk! Ja, natürlich! Leck mich. Ich hab doch gedrückt, ich habe den Sprungknopf. Manchmal funktionieren die Controls nicht so, wie sie sollen. Das ist nun mal so. So, ich hab mich wie ein Schmied gedrückt hier. So, was ist denn jetzt hier? Weiter, weiter, weiter. Hey, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, lame. Das heißt immer warten. Diese Gegner, wenn die kommen und einen paralysieren, muss man... Das heißt dann immer, man muss warten. Und ihr wisst ja, warten ist langweilig. Also ich finde warten langweilig. Und ich kenne keinen Menschen... Ich hätte ja auch eine Abkürzung hier gehen können, ne? ich kenne keinen Menschen, der warten nicht als langweilig empfindet. Ich meine, wenn man wartet, da passiert nichts. Und das ist dumm. Ja, diesmal wurde ich nicht gestunt hier von dem. Ja. Da ist auch noch eine Schatzkiste. Wie komme ich denn da hin? Von hier? Wenn ich jetzt hier nach oben und dann nach links? Nope. Nicht diese dreckigen Mistviecher. Nicht diese dreckigen Mistviecher. Sag mal, rede ich. Chinesisch oder was? So, Kristall erhalten, sehr schön. Hier, Taler, das ist immer gut. Aber wie komme ich jetzt hier eine Schatzkiste hin? Ah, gibt es wahrscheinlich noch die Gelegenheit dazu, ne? Weil, wenn ich denn hier jetzt... Aber es geht ja jetzt in diese Richtung hier runter, ne? Gar nicht. Hallo, oben. Springen, hier, so. Hier geht's jetzt runter. Hier. So. Oh, nee, nicht schon wieder sowas. Nein! Oh, das ist sowas... Sowas ist kacke einfach nur. Da muss ich da nochmal rein und das reinschneiden, wenn ich denn da wieder bin. Zum Glück ist das hier ein Dungeon, in dem man wieder zurück kann. Also in die... Den man wieder betreten kann. So, was ist jetzt hier unten? Wieder solche Mistviecher. Ah! Von hier aus komme ich dahin. Scheiß Schlammviecher, die können mich mal schlecken. Von hier aus komme ich zu dieser Schatzkiste. Und da ist das Vital-Elixier. Das trinken wir mal schnell. Und da wir gerade mal hier im Menü sind, kann ich auch schon mal die Energie nochmal präventiv auffrischen. Mit einer Wunderknolle hier. So, ja. Okay. Ja, ich werde es dann... Ich weiß nicht, wie lange dieser Part jetzt... geht bis zum Boss, denn dieses Gebirge, das geht noch ein bisschen, deswegen ja, mit den dann kommt ja noch die Zwischensequenz und alles, ja, da muss ich doch mal schauen, ob ich das vielleicht am Anfang dieses Partes, am Anfang, genau, und, hallo, was ist denn das für ein Scheiß, wie die da verfolgen, am Ende dieses Partes oder am Anfang nächsten Partes oder in der Mitte nächsten Partes oder irgendwann im nächsten Part oder so. Das reinschneiden, wie ich dann die eine Schatzkiste und ja, den Kristall bekomme. Muss ich im Spielberater erstmal gucken, wie ich auch noch zu dieser einen Schatzkiste komme. So, hier geht es nach oben, nicht nach oben, weil das da nicht weitergeht. Ach, wir sind doch gleich schon beim Boss, glaube ich, oder? Schon, ne? Jetzt müssen wir hier noch hochklettern. Das findet sich nämlich auf dem Gipfel dieses Berges hier. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass es eine Art Vogelgegner ist. Wir müssen die Vögel befreien, müssen dafür einen Vogeldämon besiegen. Der heißt, das sage ich gleich, wenn wir dort sind. Das ist nämlich Boss-Time. Oh, wie hoch geht denn das noch hier? Sag mal. Hä?
Ist eine solche Konstruktion physikalisch überhaupt möglich? Oder also jetzt statisch möglich? Wenn es ist ein riesiger riesige Felsenfläche da oben und auf so einem schmalen hier, das darf aber nicht viel zu viel Gewicht dort sein. Und der Boss heißt Infernalos. Und der hat die nervige Angewohnheit, hier solche, ja, keine Ahnung, was es sein soll. Welche. Oh nein, ruft er den Kackvogel. Der kackt tatsächlich. Und da, der kackt rum. Und der ist echt nervig. Oh ja, oh nein, weil er reingetreten ist hier, ne? Und Infernalos kann einen auch runterwehen. Den Move hat er zum Glück noch nicht gemacht. Ja. Und er hat's gemacht. Und jetzt müssen wir ihn nochmal von vorn bekämpfen. Wenn er so runterkommt. Okay. Infernalos besiegt. Wenn er so, nämlich so runterkommt, muss ich ihn schnell treffen, damit er dieser Angriff abgebrochen wird, wenn er einen nämlich runterweht. Aber ich habe es ja jetzt geschafft. Arg. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Sanktum. Jetzt sind wir hier bei den Vögeln hier. Das ist nämlich das, da wo diese Blume stand und gesagt hat, oh, hier war einst das Reich der Vögel. Jetzt sind wir hier gelandet. Und die Vögel sind wieder da. Yay. Die reden nicht mit mir. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Doch aus Orkania wehte noch kein Lüftchen. Da frage ich mich, wie sich die Pflanzen verbreiten konnten mit den Pollen. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Und noch immer besteht die Frage, wie konnten die Pflanzen sich dadurch vermehren? Wenn die Pollen brauchen ja auch Wind, um fliegen zu können. Wurde ja auch gesagt. In Lumina. So. Kann ich mit allen reden. Einige sind da an unerreichbaren Stellen. Nee, da komme ich nicht. Nee, da komme ich nicht runter. Nee. Weiß ich was hier hoch? Rede! Dumbas Nest liegt auf dem höchsten Felsen. Dumbar, das ist ja wohl der Obermacker hier. Also der Königsvogel hier, ne? Nördlich von hier liegt King Nest. Dort leben die Königsvögel. Wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich ein Königsvogel sein. Mit dem Reden haben die echt hier nicht so gut programmiert bei den Vögeln. Wenn ich... das kennen wir schon. Ich übe gerade das Fliegen. Ich bin leider noch nicht sehr gut. So, dann wollen wir mal hier hochklettern. Und jetzt sind wir in King Nest. Wir Königsvögel bewohnen Nester in luftigen Höhlen. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Du hast uns
unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Ja, gern geschehen. Warte mal, jetzt kann ich mit dem auch reden hier. Wir Königsvögel sind sehr stolz. Tag für Tag verbessern wir unsere Flugkünste. Ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama, ich bin brav. Einst kamen Menschen und stahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. So, hier nach oben. Oder war hier oben noch irgendwas? Ah. Dumbas Nest liegt zu deiner Rechten. Er wacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Okay. Ich habe Hunger, Großhunger. Okay, kennen wir schon. Willkommen beim Magier. Ja, da gibt es keinen neuen Zauber. So. Das kennen wir auch schon. Und ich kann dir bestimmt helfen. Ah, eine neue Rüstung. Ein Vogel musste federn lassen. Ja, dann kaufen wir die auch mal. Oh, ganz schön teuer, ne? Aber lohnenswert, denke ich mal. Ne? Willst du kaufen? Ja. So, ich kaufe auch hiervon eine, weil ich davon, glaube ich, ein paar wieder gebraucht habe. Und ich glaube, so viele findet man auch gar nicht mehr in den Truhen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, dann wollen wir mal schnell die Rüstung ausrüsten. Federanzug. Möchtest du es anwählen? Ja. Ausgerüstet. Okay. Gut. Dann lass uns mal Dumba besuchen. Mit diesen Möwen hier rede ich, ja, ich würde mal sagen, erst im nächsten Part, weil die uns transportieren können. Aber dazu dann mehr. Ich muss ja sowieso noch erst einmal am Anfang des kommenden Partes die entsprechenden Sachen reinschneiden. Also das eine Juwel und die eine Schatzkiste. Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank, du hast den Bann gebrochen und unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Ja. Gut, dann werde ich erstmal speichern und auch den Part beenden. Wie gesagt, im nächsten Part werde ich, ich weiß nicht, ob es am Anfang direkt sein wird oder danach. Ja, da werde ich, wie gesagt, das, den einen Kristall reinschneiden und die Truhe. Ich weiß momentan nicht, wie man an diese eine Truhe kommt. Muss ich im Spielberater nachgucken. Und an den Kristall, da weiß ich, da muss ich nur richtig lenken. Das kann auch lustig werden. Aber, naja. Jetzt erstmal speichern und ja, das war's mit diesem Part. Im nächsten geht's dann weiter. Dann werden wir auch, denke ich mal, Orkania besuchen. Dort, wo der Wind ruht. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns ja wieder. Bis dann. Tschüss.